Einen wunderschönen Mittwoch. Willkommen zurück zu einer neuen Episode Poly Bridge 3 mit der neuesten Weekly. Loopy Tower 2 von Team Games. Team Games, schöne Grüße. Hat dasselbe gemacht. Zwei Buggies, zweimal so viel Spaß. 60.000 Budget, alle Materialien außer Hydrauliken und Fundamente. Günstigste bisher von Dregu mit knapp über 5.500, dahinter Pope. Also deutlich günstiger als das Budget, das hier vorgegeben ist. Gucken wir mal rein. Loopy Tower heißt natürlich Loopings machen, offensichtlich. So, wir haben hier Wagen 1. Der muss alle 4 berühren. Der muss alle 4 berühren. Und die Flaggen gehen identisch hoch und komplett durch. Im Prinzip ist die Reihenfolge, wie sie hier die berühren, auch egal, weil sie nicht nummeriert sind. Das heißt, ich würde hier auf eine relativ simple und direkte Weise hingehen. Und zwar wirklich einfach so loopen, dass er eben hier von unten nach oben geht und dann hier und dann hier hin und dann ist Schluss. Als Spirale, so ein bisschen wie bei Pufax seinem Level, wo er es ja auch geplant hatte auf diese Art und Weise. 3 Meter hoch. Und dann müssen wir nur mal gucken, ob das finanziell machbar ist. Ich gehe deswegen am besten noch gleich hier auf die Holzvariante. In der Hoffnung, dass das geht. Und dann brauchen wir von hier nach hier eine Straße. Etwa so. Ich bin kein großer Freund von. Eher so. Ist noch ein bisschen glatter, das Ganze. Und dann brauchen wir von hier nach hier eine. Noch ein bisschen kleiner das Ganze. Und dann werden wir uns hier mal so ein bisschen reinschlängeln jetzt. Und das ist sogar schon im Prinzip alles, weil jetzt brauchen wir nur noch von hier nach da gehen und dann war es das schon. Das Ganze jetzt nur noch massiv bauen. Und hoffen, dass alles hinhaut. Ich denke, das größte Problem wäre hierbei aktuell noch, dass ich den ersten Buggy, den hier runterkriegen muss, ohne dass er was kaputt macht. Aber das sollte mit der Feder eigentlich einigermaßen funktionieren, denke ich. So, gucken wir uns das mal an. Ich bin hier. Ist der jetzt bis zum hinteren Punkt? Nee, ist er nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bin da nicht so ein großer Freund von, dass wenn ich sowas mache, dass er hier zum hinteren Punkt noch berührt. Hier hat er es nämlich gemacht. Das mag ich nicht. Hier hat er es auch wieder gemacht. Bin ich kein Freund von. So, das Ganze, eigentlich sollte ich hier dann wahrscheinlich auch noch mal eine Verbindung bis unten hin machen. Hält das per se erstmal? Sieht das mal ganz gut aus. Ja, könnte gehen. Jetzt müssen wir ihn hier allerdings runterziehen. So nicht. Nee.
Kleber, das nach unten fällt, ist das hier keine so gute Idee. Der prallt da aber auch fies gegen. Wir haben theoretisch noch relativ viel Budget. Deswegen würde ich hier mal gucken, ob wir den irgendwie anders bremsen können. Notfalls bremse ich ihn erstmal komplett, um zu sehen, wie es mit dem hier funktioniert. Okay, die Straße hier unten ist scheinbar nutzlos. Ja. Nicht ganz. Also man hier drüben hat man den Bruch gesehen. Hier drüben die Straße braucht man per se eigentlich nicht so. Da würde ich dann hier eher so eine Rampe für ihn bauen. Wie weit fliegst du bis hier rüber durch? Machst du das mit oder brauchst du doch eine kleine... Nee, du fliegst drüber. Er hat nicht ganz so die Geschwindigkeit, die er braucht. Und dann bricht das da langsam zusammen. Den supporten wir aber hier noch mit Seilen. Und dann geben wir dir hier... Darf ich? Ja. Ist das hier noch ein bisschen zu exzessiv? Stört das? Ich glaube schon, oder? Der wird jetzt hier gegenknallen. Das heißt, die Straße hier drüben ist schlecht. Ja. Die muss weg. Der hält ihn relativ gut auf. Den machen wir mal weg. Hier machen wir noch Straßen hin. Ich bin da dann gleich wieder gewohnt, nicht gewohnt, gespannt, was man für Lösungen bei den anderen sieht. Kann man bearbeiten? Nee. Ist keine... Ist leider keine zulässige Schieberei drin hier. Ich würde, glaube ich, ihn sogar gerne hier noch ein bisschen bremsen. Hab so das Gefühl, dass er hier mit zu viel Kraft einfach auch hier rüberkommt. Warum zählt das nicht als beendet? Die Flagge geht auch komplett durch. Ich weiß warum. Ich bin so doof. Ich bin ja so selten dämlich. Ach, ich bin so blöd. Der Anfang war gut. Hinten raus wurde es dumm. Ich muss den hier natürlich deutlich niedriger bauen. Er hat den Checkpoint nie berührt. Deswegen hat sich das nicht beendet. Immer diese Kleinigkeiten, die ich dann doch sehr häufig übersehe. So. Jetzt können wir aber eigentlich wieder denselben Schritt gehen wie vorher auch. Sind hier vielleicht diesmal so ein bisschen kleinschrittiger. Ich denke, wir können hier trotzdem so vorgehen, weil er hier eigentlich nicht mehr so schnell sein dürfte, um hier hinzufahren. Oder ansonsten machen wir hier noch so eine Straße hin, die ihn runterdrückt. Das ist vielleicht gar nicht mal so doof, dass wir hier eine Straße einfach hängen lassen, die ihn definitiv hier Richtung Checkpoint und damit auch Richtung Flagge zieht.
Ihr bitte nicht da unten an dem Ding festhalten. Danke. Und jetzt müssen wir hier nochmal so einmal rund gehen. Hier drüben auch. Ich denke, dass das hier insgesamt jetzt sogar besser ist als vorher. So, du kommst immer noch gut rüber. Jetzt brauchen wir noch einen Weg für dich. Ich denke, wenn wir hier unten vielleicht doch sogar das hier wieder reinbauen und das Gesamte hier etwas federn. Das ist aktuell natürlich hier sinnlos. Ich will aber gucken, wo der landet. Der landet sehr weit rechts. Also eigentlich brauchen wir sogar das Ganze nicht und könnten uns komplett nur auf den Punkt hier konzentrieren. Machen wir das so. Das sollte theoretisch schon reichen. Nicht ganz. Insgesamt deutlich günstiger. Das sieht hier nicht ganz so schön aus, aber er landet besser. Und da zerreißt es dann leider. Also nur den einen Punkt zu federn wird nichts bringen. Dafür landet er mir zu weit. Ich hätte halt gerne die Möglichkeit zu komprimieren, damit er ein bisschen höher steht. Damit das nicht gegönnt wird von Team Games, werde ich den hier grundsätzlich schon mal höher bauen. Und ich denke, wir werden hier noch so ein bisschen supporten. Zumindest auf der linken Seite. Ich habe das Gefühl, dass nur links das Problem war. Rechts eigentlich gar nicht. Ja, da... Hier, weil er hier nicht ganz so schön reinkommt. Dann machen wir den hier einfach so ein bisschen... Lenken wir ihn schon mal so ein bisschen rein. Damit er gar nicht erst zum Fliegen kommt, sondern immer noch dem Weg der Straße folgt. Da unten das Problem habe ich gesehen, aber ich will mich erstmal um diesen Punkt hier kümmern. Ja, ist schon besser. Jawohl, okay. Und dann... Der hier muss höher... Jetzt müssen wir uns da doch um dich kümmern. Die Frage ist, machen wir hier so ein Federmuskel draus? Nee. Und dann ist der hier oben das Problem. Ich denke, aus dir einen Muskel machen könnte schon reichen. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, hier den richtigen Weg zu finden, wie wir dich entsprechend langsamer werden lassen können. Das natürlich, dass du kaputt machst, das mag ich gar nicht. Okay, besser. Das gefällt mir schon besser. Den können wir jetzt ein bisschen hochziehen. Frage ist, brauche ich hier wirklich Feder oder kann ich hier vielleicht sogar das Ding stabil halten? Eigentlich kommt es darauf an, wie er landet, gell? Nein, er prallt zu hart auf. Die Frage ist, ob hier alleine schon eine Feder reichen würde. Wahrscheinlich hier ein Muskel. Weil er knallt hier drauf, das Ding wird runterdrücken. Ja.
Hm, immer noch nicht. Interessant, dass er jetzt aber auch links reist. Hier links ist auch was gerissen. Hier unten. Der ist da unten blöd aufgekommen, als er aus dem Kreisel rauskam. Ich würde das halt gern ohne Stahl machen. Gucken wir mal, wie es mit Stahl aussieht. Reißt es da. Und dann reißt das links. Ich nehme an, dass es links reißt, weil dann urplötzlich das Gewicht von zwei Autos herrscht. Oder drauf drückt. Okay, jetzt reißt du. So, jetzt brauchen wir hier doch das Seil. Also das hat mir jetzt auf jeden Fall bewiesen quasi, dass das Seil hier wichtig ist. Dann hast du nachgelassen. Ich frage mich mal, ob das hier mit dem doppelten Seilsupport reicht. Leider bist du noch gerissen hier. Und ich würde hier unten halt gerne den Stahl rausbekommen, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde das schon gerne ohne Stahl lösen. Dass wir hier nur mit einfachen Materialien... Ja, siehst du? Klappt doch. Bis auf hier oben. Es sieht nicht unbedingt schön aus. Aber wir haben fast keine Flüge. Und um die Flüge, glaube ich, komplett wegzumachen, gehen wir hier noch ein bisschen runter. Weil wenn hier keine Flüge sind, gibt es auch keinen bösen Aufprall. Und wenn da kein böser Aufprall ist, kann ich mir wahrscheinlich so ein paar Sachen hier sparen. Na, jetzt ist er zu schnell. Ah, nicht ganz. Wahrscheinlich brauchen wir hier oben das Seil doch. Ich hoffe, dass das Seil hier jetzt reicht. Kleinigkeiten dazu, die mir auf den Sack gehen. Das wäre ein schöner, glatter Betrag. Und tschüss. Natürlich klappt hier wieder nichts mehr. Ach, nervt mich das. Ach, geh mir das auf den Senkel, dass da drüben immer so ein Teil kaputt geht. Deswegen ich hier so einen Drecksmuskel einbauen muss.
mal ein bisschen nach links legen. Ist wieder hier was kaputt. Ist doch beschissen. Ich weiß nicht, wie ich das anders machen soll. Ach, geh mir doch nicht auf den Geist. So, jetzt gehst du einfach weg. Mir doch egal. Alter, mir geht das so auf den Sack. Ich muss diese Mod auch abstellen, damit das im Prinzip dauerhaft normal ist. Das ist gut jetzt, oder? Na also, Halleluja, endlich. Ach, wie nervig diese Kleinigkeiten hinten raus. Gucken wir mal ganz kurz ein paar Lösungen an. Günstigste Variante hier von Dregu. Ja, da natürlich. Offensichtlich, ganz klar. Habe ich niemals drauf gekommen auf sowas. Faceboy, ähnliche Geschichte hier irgendwie mit richtig positionierten Federn und so. Bisschen Glück gefühlt. Erste richtige Bahn, wahrscheinlich das hier, oder? Eli to fix it. Ja, so ein bisschen reingelenkt. Das finde ich nice. Die finde ich nice. Ansonsten hier relativ viel auch mit dem freien Raum. SRA. Boah, SRI. A. Auch schön. Hier relativ smooth. Kleiner Sprung hier am Ende. Eigentlich zum Stabilisieren und nicht mal wirklich zum Befahren. Ansonsten sieht das hier eigentlich relativ identisch aus. Das Grundprinzip hier sehr klein. Tiny Cannon. Runtergeschleudert und dann, der macht sogar der Reihenfolge entsprechend. Hier natürlich auch ein bisschen Glück mit dem Timing. Aber cool, wie das hinhaut. Sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, aber beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht, nächste Woche, Mittwoch, die nächste Weekly. Diesmal sogar vor Pufax und seine ist gebrochen. Wundert mich, dass bei Pufax hier was gebrochen ist. Aber gut. Euch bis dahin eine schöne Woche und auf Wiedersehen.